Schnelligkeit, den Kraft, die Explosivität, den Show, was man da erlebt von der ersten Minute, weißt du, das ist schon ein cooler Sport. Zwei Tore oben, drei Tore, vier Tore, Unterschieden, anders, es geht auch schnell. Es ist ein fantastischer Sportart. Disziplin. Weil Talent ist ja, jeder hat ja nicht Talent. Du kannst schaffen mit Talent, aber du brauchst wirklich Disziplin. Du kannst, wenn du Disziplin und harte Arbeit hast, dann das wird gegen Talent gewinnen. Seit 1990 bis heute, das kann ich sagen, die Spiele sind viel mehr athletisch. Auch Spiele, die zwei Meter sind ja wirklich schnell, explosiv. Früher war sie groß, aber nicht so schnell. Deswegen habe ich ja vielleicht nicht geschafft. Aber heute kann man sagen, ein Spieler, der zwei Meter groß ist, ist auch richtig schnell. Das ganze Spiel ist schneller geworden. Es sind kräftiger, alle Spieler. Und mehr bewusst, was man braucht, um einen Körper zu meinem Niveau hinzukriegen. Also mir gefällt natürlich, dass man einen Spieler individuell entwickeln kann. Dass man den sozusagen den Weg von hier bis hier, dass man das mitfolgen kann, und du kannst das ja auch beeinflussen als Trainer. Nicht nur auf das Spielfeld, auch mental, dass man ein Spiel entwickelt als Mensch und als Handballspieler. Das macht unglaublich viel Spaß. Weil du lernst dich, das Spiel viel breiter zu sehen als Trainer. Als Spieler ist das sehr einfach. Also jedes Spiel ist ja Egoist. Und dann denkst du auf deine Linie. Und das ist oft ein Tunnel, der sehr schmal ist. Als Trainer siehst du das so. Und für einen jungen Spieler, der unterwegs ist und dann eine jüngere Mannschaft trainiert, wird auch einen breiteren Blick ganz schnell haben. Und das ist sehr wichtig für ihn selbst, für seine Kameraden natürlich, aber auch für das ganze Team. Also es ist ja natürlich, ich habe viel Erfahrung als Spieler und jetzt auch als Trainer. Ich lese Bücher natürlich, ich gucke auf andere Trainer. Ich besuche andere Trainer und ich lese viel. Ich mache gerade Ausbildung für persönliche Trainer, um den ganzen sozusagen Körper, die Eigenschaften, das auch zu wissen, wie ein Körper funktioniert. Da kann man auch besser argumentieren mit Ärzten und Physios. So, du musst selbst eigentlich die Wille haben, um sich selbst zu entwickeln, die ganze Zeit.